da wären wir wieder. Und der Chef der Miliz hat sich gemeldet in den Kommentaren und meinte, hierhin, wo die Miner minern sollen, gibt es nur einen Zugang im Süden durch einen schmalen Gang und da wäre an der Biegung ein Pilz. Also ich habe eigentlich gesehen, dass die da lang laufen könnten und dann da hoch, da rum und dann da lang. Aber er meinte irgendwas im Süden. Da geht's nicht durch. Da geht's durch. Ah, der Pilz könnte gemeint sein. Gucken wir mal weiter runter. Dann würden die Zwerge da lang laufen, da lang laufen, da lang laufen. Da kämen sie dann wahrscheinlich auch nicht durch. Dann halt darum, darum. Da ist wieder ein Pilz im Weg, da ist noch Pilz im Weg. Aber testen wir es einfach mal. Wir drücken DET. Bei dem Pilz hier, ich denke mal, das war der gemeinte. Dann drücken wir mal kurz weiterlaufen lassen. Und gucken, ob irgendjemand den Job annimmt. Oben blinkt nichts, der Pilz blinkt nichts. Nö. Okay, dann machen wir jetzt einfach einen Kahlschlag. Und zwar alle Pilze hier. Blinkt trotzdem nichts. Also das ist irritierend. Okay, fangen wir unten an. Machen wir einfach hier direkt bei unserem Hochgang den Pilz da weg. Der ist zwar gar nicht im Weg, aber den kann ich jetzt nur mal testen, ob sie wenigstens hierher kommen könnten. Ist hier der Weg irgendwie versperrt? Da geht's runter. Das ist okay. Hier müsste eigentlich eine Treppe nach oben sein. Statt eine Treppe nach unten und nach oben. Aber es geht wohl trotzdem. Denn wir hatten ja schon mal Zwerge gehabt, die wieder hochgeklettert sind. Hier liegen ein paar Sachen auf dem Boden, aber Sachen auf dem Boden blockieren eigentlich nicht den Weg. Selbst wenn das 10.000 Steine sind, kann man da dann vorbeigehen. Chat up down, chat up down. Und da ist der Floor Hatch, den haben wir aber aufgemacht. Also Haustiere können nicht durch, aber ja. Oh, die Brücke könnte es gewesen sein. Die wurde ja erst vor kurzem fertig gebaut. Und sonst? Alerts ist keiner aktiv. Das ist doch alles extrem skurril. Und wo läufst du jetzt hin? Oh, Moment mal. Da kommt ein Zwerg mit Fungiwood aus den Kavernen raus. Das heißt, irgendwo wurde ein Pilz geschlagen. Es war aber nicht der da. Hatte ich letzte Folge schon mal einen Befehl gegeben? Ich guck mal, ob hier irgendwo noch was markiert ist. Aber ich sehe nix. Ah, mysteriös, mysteriös. Und das alles nur, weil ich ein Stück Schlamm bewegen will. Ist ja nicht so, dass man einfach oben den Eimer runterschmeißen könnte und so lange schöpfen, bis der Schlamm weg ist oder so. Oder einfach mal hier ein Zwerg reinspringt, kurz dahin schwimmt und das wegschippert oder so. Aber ja, unsere Zwerge können wahrscheinlich eh nicht alle schwimmen. Dazu müsste ich erstmal einen Swimmingpool errichten. Was später auch gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre. Aber irgendwie machen unsere Miner fast gar nichts. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, jetzt weiß ich, woran es lag. DBD. Seht ihr das ganze Rosane hier? Und da, und da, und da, und da. In meinem Ordnungswahn habe ich doch alles designiert, dass es gedammt werden soll. Und damit sind jetzt alle Zwerge ganz lange beschäftigt. Na gut, weiß ich wenigstens, woran es liegt. Gehen wir jetzt wieder hierhin zurück und heben mal ein paar Designationen auf. Und zwar die hier unten. Die Pilze, die auf jeden Fall nicht im Weg sind. Das heißt, er kann dadurch. Okay, die beiden können auch noch weg. Der da oben kann auch noch weg. Der kann ruhig weg. So. Und wir sollten dann auf der Einheitenliste gucken, ob hier noch irgendwelche Spinnen ihr Unwesen treiben. Denn mit sowas wollte ich mich nicht nochmal anlegen. Aber das sieht Wild Animal, Pangolin ist okay. Wild Animal caged. Unser Geist ist immer noch da und unser Riesenschwamm vom ganz am Anfang. Aber warum ist der Geist noch da? Ich habe doch inzwischen das Spiel ein bisschen weiterlaufen lassen und eigentlich hätte dieser
Memory Slab fertig gemacht werden müssen. Na, jetzt sag nicht, dass die Sachen nicht wieder gemacht werden, weil die Stockpiles falsch zugeordnet sind. Das nervt langsam richtig. So, Engrave Memorial Slab. Hammerzwerg. Das kann auch jetzt ruhig aus Chert gemacht werden. Das ist mir egal. Hauptsache der Geist spukt da nicht rum. Denn sowas kann echt gut negative Gedanken bringen. Wenn denn irgendjemand der Freund oder Angehörige von dem Zwerg war, der stirbt, das macht erstmal ganz schön traurig. Und dann kommt er noch als Geist zurück und sucht ein Heim, weil er nicht ordentlich begraben wurde. Das ist gar nicht gut. Aber das wird auch nicht angenommen, weil alle noch am Haulern sind. Ich könnte die Haulerbefehle zwar aufheben, aber ich denke mal, das dauert nicht allzu lange. In der Zwischenzeit könnten wir uns mal ganz kurz den Käfig oben angucken. Denn ich habe irgendwie den Verdacht, der Geist genau da, wo er auch gestorben ist. Und da ist nämlich ein Pine Cage. Können wir uns den Käfig einzeln angucken? Dazu muss er wohl erst gesetzt werden. Na gut, dann darf jetzt ein Zwerg, dem das bestimmt nicht leicht fällt, den Käfig raussuchen, wo die Leiche drin ist. Ah, und wahrscheinlich wird gar nicht aufgeführt, dass die Leiche drin ist. Das heißt, wir dürfen jetzt fleißig alle Holzkäfige oder alle Peinenkäfige hinstellen, so lange, bis wir den haben, wo eine Leiche drin ist. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, ob hier irgendwo Hammerer steht, aber nö. Also Pein war es. Und der nächste... Palm, Tin, Tin, Copper. Ja, so viele Pine sind das gar nicht. Die meisten sind irgendwie aus Metall. Palme, nein, wir brauchen Pinie. Er ist in einem Pinienkäfig gestorben. Aber es ist auch komisch, dass er überhaupt gestorben ist. Weil eigentlich müssten die Zwerge jedes Mal ankommen mit was zu trinken und was zu essen. Wie sie es bei den Tieren ja auch machen. Oder eigentlich machen sollten. Aber stimmt, unsere Tiere sind ja auch irgendwie mal verschwunden über Wochen. Wir haben uns gewundert, wo die geblieben sind. Ich dachte ja, es wäre ein Vampir gewesen. Aber damit wurden wir bisher Gott sei Dank verschont. Und ich sehe keine Pinienkäfige mehr. Nom, 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 tin, tin. Ich glaube, ich bin schon einmal durch. Oder zweimal durch. Da sind die ganzen Goblins. Die Riesenratte, die sich irgendwie im Käfig vermehrt hat. Ja, sind durch. Also, einer von den beiden Käfigen wird es wohl sein. Jetzt nur die Frage, ob die Zwerge auch überhaupt dahin gehen. Weil es kann ja sein, dass weil der Geist im Weg ist. Nö, da sind sie skrupellos. Der ist einfach gerade durch den Geist durchgelaufen und das war's. Na gut, können wir gucken, was da drin ist. Nix und nix. Mit K sieht man auch nur Pinienkäfig, Pinienkäfig. Und mit Q könnte man das Ganze jetzt noch zu einem Raum machen. Und es ist nichts drin. Wo ist dann die Leiche? Ist unter dem Geist immer noch ein Pinienkäfig? Nö. Da haben wir hier nur den Geist, dann den Stockpile und darunter irgendwelche Moose. Das heißt, die Überreste sind einfach weg. Das ist komisch. Oh, da ist ein Pilz im Weg. Nicht Plants, Tee, Chop Tree, den da. Vielleicht ist er oben auf dem Müllhaufen gelandet. Das wäre natürlich ärgerlich. Wo finde ich hier unseren Zwerg? Das sind alles Goblin-Animationen oder Bilder, wie auch immer. D ist wahrscheinlich Dog, also Hund. Manbar Iskalon, das sieht aus wie ein Mensch. Aber wenn wir seine Leiche gefunden hätten, müsste sie ja eigentlich unten in den Grüften begraben worden sein. Und was ist das hier eigentlich für komisches Zeug? Wird gar nicht angezeigt. Irgendwie ist der Boden hier so komisch aufgewühlt. Na gut, wir wollten die Grüfte angucken. Ob da jetzt vielleicht zwischen auch die restlichen Särge alle schon verbraten sind. Gruft, wo bist du? Hier. Nö. Used for burial? Yes. Allowed pets? No. Die sind alle noch frei verfügbar. Das heißt, wir werden seine Leiche nicht gefunden haben. Es hört sich irgendwie nach einem Bug an. Dass eine Leiche verschwindet, wenn der Zwerg im Käfig stirbt, vielleicht. Vielleicht hier in dem Müllhaufen? Ganz viel Granit und anderes Gestein. Nö, kein Hammerzwerg. Dafür sehen die Etagen. Ach, naja.
So ganz langsam sehen die okay aus. Das ist halt, weil die Steine jetzt ja so schwer sind und die Zwerge gleich so langsam werden. Früher war sowas eine Arbeit von ein paar Sekunden. Dann ist das Ganze sofort einmal losgetigert, hat sich jeder einen Stein geschnappt und das war's. Jetzt kriechen die ja nur noch vor sich hin. Na gut, dadurch haben wir jetzt das hier unten. Da kam gerade ein Miner hochgeflitzt. Aber der ist nicht hier am Werkeln gewesen. Schade. Wo ist unser Zugang nach oben? Hier. Keiner hat bisher angefangen. Na gut, das wird sich wohl noch eine ganze Weile ziehen. Also das Rumschleppen von den Steinen. In der Zwischenzeit kann ich mir schon überlegen, was noch so alles gemacht werden muss. Und die Karawane zieht ab. Das ist okay. Die Brücke ist gebaut. Das heißt, die da können weg. Also die Rampen nach oben. Ob das so klappt, weiß ich nicht, denn die Brücke ist hier direkt da drüber. Und vielleicht können die Zwerge dann hier nicht runterlaufen. Wenn dem so ist, dann machen wir was? Dann müssen wir irgendwie die Zwerge rausbekommen, die Brücke hochfahren, die Zwerge runterlaufen lassen, die Rampen wegmachen, dann die Zwerge wieder hochlaufen lassen, die Brücke zu und die Zwerge wieder reinlaufen lassen. Das können wir wahrscheinlich am besten mit den Burrows machen. Aber ich warte erstmal ab, bis die ganze Aufräumaktion da unten und die Kahlschlagaktion da unten gemacht wurde. Ob das nicht so irgendwie geht. Dann hätten wir den Eingang auch einigermaßen sicher. Also mit der Brücke zumindest. Dann könnten wir theoretisch noch hier ein bisschen was wegschlagen, damit das einigermaßen gerade aussieht. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Was wäre denn noch wichtig? Der Brunnen ist wichtig, dass der Schlamm da wegkommt, damit wir endlich zumachen können und unsere Wasserversorgung gesichert ist. Dann wollte ich noch gucken, wie das ist mit den Hunden. Hund wurde geschlachtet, kein neuer Hund ist geboren worden. Nee, das müsste aber eigentlich in den nächsten... Ah, da ist ein Meerschweinchen geboren. Ja, also ich denke mal, in den nächsten 3-4 Folgen müsste genug Zeit vergangen sein, dass die ersten Hunde wieder werfen. Außer es sind immer noch zu viele, aber das glaube ich irgendwie nicht. Wo ist unser Hundegitter? Haben wir gar keins. Das war nach unten. Die können wir aber auch mal nach hier oben umsiedeln. Hier ist ja wesentlich mehr Platz. Apropos hier oben, die Pilze sind immer noch nicht gewachsen. Ah, echt komisch. Doch da, 1, 2, 3, 4. Ja, doch, langsam wird das. Man muss nur genug meckern. Oh, die Etage. Also ja, die Etage sieht ziemlich wüst aus von den Farben her, aber das meine ich gar nicht. Die Miner haben hier immer noch so viel zu tun gehabt. Deswegen haben sie vielleicht unten auch nicht gearbeitet. Ah. Gut, habe ich jetzt schon mal zwei Gründe gefunden, warum das hier unten nicht geklappt hat. Oh, und das sieht so aus, als hätten die da schon was gemacht. Das waren, glaube ich, am Anfang mehr. Und da blinkt auch was. Sehr schön. Das heißt, unsere Zivilisten flitzen jetzt gerade seelenruhig hier durch die Kaverne durch. Aber da keine Riesenspinne in der Nähe ist, dürfte das soweit okay sein. Ich versuche das einfach möglichst schnell zu erledigen. Und wir wollten irgendwo channeln. Also ich glaube, hier, wo der Cursor jetzt ist, also beide Cursor sind, da müssen wir nach oben, richtig. Das heißt, wir wollten hier channeln. Das können wir auch schon mal machen, so. Dass dann das Wasser nach da fließen will und dann von da abfließt und den Schlamm mitzieht, hoffentlich. Kommt schon, beeilt euch mal ein bisschen. Ich will gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber die haben ja einen irre langen Weg. Das ist das eine Problem. Das andere ist, sie müssen die Steine mal wieder ganz zurückschleppen. Aber wenn ich hier gut aufpasse und sie einen Stein hier rausbauen, dann kann ich den Stein ja ganz schnell verbieten mit diesem DB. Das ist gar kein Stein. Okay. Das ist doch auch mal super Timing. Ich wollte gerade gucken, ob es geklappt hat mit dem Brunnen und schon wird unser Hauler hier von einer fremden Macht besessen. Hauler ohne Namen. Oh, apropos ohne Namen. Ich habe noch Namen zu vergeben. Das habe ich ganz vergessen. Kann ich dann gleich mal machen. Also unser Cocktack-Mechanik. Wo ist unser Cocktack-Mechanik, der keinen Namen hat? Der kriegt jetzt einen. Nimm. V. Y. P. Du bist jetzt Gift. Grün. Grün hat ja auch ein cooles Symbol bekommen. Das behalte ich auch mal so. Das war der eine. Und wo ich gerade dabei bin, kann ich die anderen Namen auch nochmal ganz kurz machen. Die Folge ist ja eh gleich vorbei. So, wo haben wir noch Leute ohne Namen? Das sind nicht mehr wirklich viele. Nehmen wir mal hier das Kitty. VYP. Das ist jetzt
Luke. Eine andere Nummer hinten dran, aber die ist mir zu lang. So. Giftgrün. Achso, eigentlich waren die Namen alle groß. Gucken, was ein großes Ü ist. Gift. Nee, das ist falsch. Gift. Das ist ein großes Ü. Da fand ich das kleine Ü aber besser. Na gut. Das war Giftgrün. Das ist Luke. Num, 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 num. Da haben wir noch einen Planter. Der ist kein Kit mehr, sonst wäre er nämlich kein Planter. Das heißt, du bist jetzt Howler. Und du bist Tiber. So. Das gleiche bei dem auch. Du bist auch kein Kit mehr, sonst würdest du nicht als Planter arbeiten. Und Mighty Pirate. So, das müssten eigentlich alle aus meiner Liste gewesen sein. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir, was Giftgrün für ein Artefakt herstellt und ob das hier unten, wo auch immer das nochmal war, geklappt hat, damit wir unseren Brunnen bauen können. Ah ne, er ist noch gerade dabei, das frei zu haulern. Sehr schön. Also sehen wir uns gleich wieder.